Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Deponia Doomsday. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen mit den Gendata-Setten rumgespielt und hin und her gewurschtelt. Und ich habe ja gesagt, ich werde offscreen mal so ein bisschen rumgucken, weil wir da schon ziemlich lange dran festhängen. Und ja, ich habe ziemlich lange gebraucht, um zu schnallen, dass wir ja drei Datasetten haben. Weil die hier und diesem niedrigen kleinen Viech, die können wir auch immer noch nutzen. Und ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen abkürzen. Das kommt mal erstmal alles raus hier. So, ja, wunderbar. Streiben wir noch mal ein Tierchen hier. Süß. Gut. Das Einzige, was wir an dem kleinen Tierchen verändern müssen, ist nur... Perfekt. Die hier. Das Viech braucht nicht unbedingt Pfoten. Krallen gehen auch. Es bleibt ja trotzdem noch niedlich und freundlich. Ne? Das ist ja die Hauptsache. So, dann packen wir die Datasette wieder da rein. So, es ist immer noch niedlich. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Das ist genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Wenn das mal nicht... Wonne. Genau, welche Wonne. Wenn das mal nicht wunderbar ist, dann machen wir hier die Klappe mal wieder zu. So, halt die Klappe. Und nun bauen wir uns das zusammen, was wir brauchen. So, durch mein Offscreen-Gespiele weiß ich, der Herr Älteste, der sich da massieren lässt, der braucht was normal Großes, Böse, mit Haut. So. Also, ne, das ist Haut. Das sind Schuppen. Böse. Die Pranken eignen sich hervorragend zu massieren. Und eine menschliche Statur. So, alles klar. Dann werden wir erstmal zum Computerkern gehen und die Datasette mit dem Viech einspeisen. Das war, meine ich, die hier. Gucken wir mal. Ja, war es nicht. Okay, dann war es die hier. Die Etiketten verwirren mich immer ein bisschen. So. Sieht das jetzt besser aus? Gut, sieht nicht besser aus, erfüllt aber seinen Zweck und das ist die Hauptsache. So. Gehen wir mal in die Chill-Out-Zone. Und zum Spa. Und hier sehen wir jetzt gleich... Aha, ein Ältesten, der vorzüglich massiert wird von einem wunderbaren Masseur. An irgendwen erinnert mich der Bursch doch. An meinen Zahnarzt vielleicht. Was hattest du denn für einen Zahnarzt? Und naja. Jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Au! Ja! Au! Sag mir Bescheid, wenn die anderen beiden bereit sind. Okay? Okay. So, Cocktailbar. So, jetzt muss hier noch alles in Ordnung gebracht werden. Zwar mit der letzten Datasette, dem, wo der Clown-Viech drauf ist. Das komische Ding. Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Aber das kommt noch. Da Capo, da Capo. So, ich mache immer gerne die Klappen zu. Und wir sehen, glaube ich, einen Grafikbug. Kann das sein? Tatsache. Der liegt. Da ist ein Grafikbug. Hier. Dann sieht die Datasette durch die Klappe durch. Alles klar. Was sagt er nun? Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Ich brauche die Audienz heute.
Und du sollst sie bekommen. Immerhin habe ich die Situation hier endlich wieder. Ja, du hast die Situation. Sag mir einfach Bescheid, wenn die anderen beiden soweit sind. Und bis dahin genieße ich mein Essen und Trinken in geselligem Ambiente. Na, Postmahlzeit. Ja, wunderbar. So, auf zum Streichelzoo. Oh. Nanu, was ist denn hier passiert? Hallo? Okay. Offenbar haben sich hier Dinge abgespielt. Von unlängst fragwürdigem. Die Küken sind alle weg. So, kann ich die. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich die ganze Zeit rausnehmen und wieder. Ups. Kann ich die. Kann ich gar nicht mehr. Ha! Siehst du. So. Ja, hier ist offensichtlich alles. Ja. Gut. Dann gehen wir nochmal zurück zur Cocktailbar. Komisch. Alle weg. Ja, eigenartig. Ist hier noch irgendwas Brauchbares? Der Mixer. Können wir den mitnehmen? Für einen Cocktail braucht und ein. Na gut. Haben wir noch irgendwas? Klappe. Ich weiß immer nicht, was ich mit dem Ding soll. Naja. Wurst, Zings, Wurst. Sehr gut. Dann weiter zum Spar. Ja, ist ja großartig. Ist auch nichts, was man angucken kann. Ist denn jetzt vielleicht alles bereit für die Sauna? Jemand zu Hause? Nein! Verschwinde! Ah, ahnte ich es doch. Rein da! Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen! Schnell, komm rein! Was? Ja. Au! Ist das eng! Und so glitschig. Psst, jetzt! Sie sind noch da draußen! Wer ist da draußen? Phiolox! Sie sind überall! Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Och, ja, also. Das frage ich mich auch. Ja. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Chronicle. Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn! Da draußen ist alles frei. Keine Spur von. Oh. Ah. Guten Tag. Ich wüsste einen Weg. Du. Sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrat? Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Oh, diese Ältesten, ich würde die gerne alle klatschen. Das ist unfassbar. En deux, trois. Igitt. Okay. Was für eine Weichbirne. Warum ist der so? Es gibt ja eine dunkle Hautfarbe, aber das ist ja schon. Also. Nein. Was sind wohl die Jobvoraussetzungen, um Ältester zu werden? Vollkommene Sorglosigkeit. So bekomme ich das nie auf. Hm. Aha. Hey, findest du das lustig? Ja, doch, wenn du so fragst. Danke, aber meine Hände sind trocken. Schade, okay. Ich komm hier nicht weg. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig als. Hey, was tust du? Igitt. Jetzt können wir uns damit einreiben.
Ich werde noch ganz glitschig. Leider noch nicht glitschig genug, um mich von der Stelle zu bewegen. Dann machen wir es einfach nochmal. Was soll das denn? Ist das eckelig? Eckelig. Und nochmal. Glitschiger geht nicht. Alter, dieses Viech da draußen. Das haben wir ja erschaffen. So, jetzt haben wir eine Wasserkelle. Und Kohle. Und ein Handtuch. Also ich kenne die Kombination schon. Ich habe natürlich offscreen rumprobiert und dann bin ich auch so weit gekommen. Und, ne. Was passiert jetzt? Um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Heiße Kohlen in den unteren Bereich seines Bauches, aufs Handtuch, was Dinge schützt, die sehr empfindlich sind, durch den Schreck, reißt er den Arm hoch und mit seiner Bärenkraft reißt er dann das Gitter. Danke, aber meine Hände sind jetzt, jammer doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Ja, dann mal raus hier. Oh Gott. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Oh Gott. Da geht der Waffelstand. Der Waffelstand. Die haben Probleme. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Wie ist die Hölle los? Ach nee. Wissen wir schon. Schnell, aktivier die Notfallkontrolle. Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Warte, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Oh, der Blattgoldwald brennt! Um Gottes Willen, ey, die sind unfassbar, die Typen. Wir haben keine Zeit! So. Du schaffst das! So, alles. Wir müssen hier halt so nach und nach runter. Oh, der Blattgoldwald brennt! Die schönen Marmorfresken! Sie sind schon im Koi-Aquarium! Ja. Oh, der Blattgoldwald brennt! Die schönen Marmorfresken! So! Sieh zu! Tell! Da! Ich hab die Codes! Zu spät! Sie klettern die Mauern hoch! Schnell! Lies vor! Geht ja schon los! Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Lift. A-A-G-G. Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Ah, ah, Sie haben mein Bein! Beeilung! Hä? Moment. Da! Alpha, Beta, Gamma, Zeta? Nicht so schnell! Nicht so schnell! Wiku, 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 wiku! Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Ach nö! Aber jetzt können wir eventuell mit den Codes die, da haben wir auch noch die Monsterfußkartoffeln, die Dingens triggern. So. Schnell! Helm! Interface System. So, das kennen wir ja auch schon. Willkommen, Herr. Es wurden neue. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren, war Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen. Wunderbar. So, weiter. Fastfood-Camp. Aha! Goal! Goal? Ja? Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hierbleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich?
Weil ich es verbiete. Weil ich es verbiete! Ach, ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Aber wenn wir das zu oft machen, dann wird es sowieso beendet. Deswegen... Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Gut. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Alpha Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. Was? Und so. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung. Yay! Hahaha, ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los! Schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden. Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Schnell. Es fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Oh Gott. 3, 2. Cletus? Nein. Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand Geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Grandios. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ja. Ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Na, womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss nein, es einfach sehen. Nein, musst du nicht. Wozu? Du sprichst bereits mit der Crème de la Crème. Der Rest ist... Genau. Wie gerne. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow. Das klingt aufregend. Was können wir tun? Funzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Dort steht mein Chronokar. Wo? Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Wo? Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Goal ist voll traurig. Dies ist der erste und vermutlich auch letzte Tag deines Lebens. Soll ich mich etwa darüber freuen? Ja, aber halt nicht so lange. Der Tag hat nur 24 Stunden. Die Uhr tickt. Goal hat jetzt die einmalige Chance, mich nochmal ganz von Neuem kennenzulernen. Beziehungsweise das hilft. Unendlich malige. Es sei denn, wir machen hier noch einen Aluhut. So, was kann ich jetzt tun? Echsenhaufen. Was sind das für Dinger? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die dürften gar nicht hier sein. Heiliger Hubert, wir werden in alle Ewigkeiten von Vuloks getötet werden. Oh Gott. Wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Genau. und zwar mit einem unfassbaren... Brave Vuloks, gute Vuloks. Überhaupt nicht hungrige Fjulöckchen. Ja. Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein, das wollte ich den Fjulöcks überlassen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich hab Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Fjulöcks zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Na dann.
Ein Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte Schallsphären oder Wall. Denk nicht einmal dran. Geronimo! Und jetzt festhalten! Nein! Stopp! Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte ja! Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt! Rufus, alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun, diese blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen, ohne dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen. Oder Fuelocks werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fuelocks, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen. Wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal ein Morgen geben. Eben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuvak schaffen? Dann ist es halt knapp. Na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wie bitte? Also das ist schon wohl die Höhe. Ja. Und im nächsten Part nehmen wir dann ihre Hand. Und ich kann nicht Pause drücken. Alles klar. Dann im nächsten Part an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.